Ist der Optionshandel ein lohnenswertes Hobby oder steckt da mehr dahinter? Diese interessante Frage steht bei uns in der Facebook-Gruppe Die Optionshändler noch ein bisschen mehr. Und ich fand diese Frage so spannend, dass wir heute mal im Video darauf eingehen. Also bleibt unbedingt dran. Spannende Antworten jetzt hier im Video. Ihr kennt es ja, es gibt diese Gruppe Die Optionshändler auf Facebook, mittlerweile über 4000 Mitglieder, viele, viele Beiträge, also auch da mal ein großes Lob an alle, die sich da hier so engagieren und so viel machen. Und da gab es letzte Woche am Freitag einen Beitrag, und zwar von Alex Maletz. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, also Alex. Und der Alex hat hier eine sehr schöne Frage gestellt, und zwar, er hat geschrieben, ich bin derzeit im fortgeschrittenen Erlernen des Optionshandels. Zunächst, ich finde das Thema sehr interessant und bin für den extrem guten Content, YouTube, Facebook-Gruppen, für einen vergleichsweise nischenhaften Bereich dankbar. Also gerne, und ich freue mich auch, dass ihr hier sowohl in der Facebook-Gruppe als auch natürlich hier auf YouTube so aktiv dabei seid. Das ist natürlich auch ein großes Lob für unsere Arbeit, die wir hier machen. So, und jetzt fragt er, nun überlege ich, inwieweit das meiner Meinung nach zeitintensive und eventuell kostenintensive Erlernen mir einen monetären Mehrwert neben dem Interessenfaktor bieten kann. Oder ist es eventuell nur ein lohnendes Hobby? Daher meine Frage, inwieweit Optionshandel, und jetzt kommen die zwei Fragen, A, eine signifikante Outperformance zu den herkömmlichen Indizes über lange Zeit bieten kann, beziehungsweise das Handwerk für spätere Karriere nützlich sein kann, Berufe im Optionshandel. Also zwei Fragen. Also auf der einen Seite, lohnt es sich, wir fassen es mal einfach zusammen, lohnt es sich Optionen oder überhaupt was mit Optionen zu lernen, weil man eine Outperformance bekommt, oder B, weil man es später vielleicht mal beruflich nutzen kann. Und ich finde das eine wirklich ganz, ganz tolle Frage, deswegen an dieser Stelle auch vielen Dank an den Fragesteller. Es haben nur zwei, drei Leute darauf geantwortet, aber es ist natürlich absolut berechtigt, sich mal diese Frage zu stellen, weil das Thema Optionen ist natürlich schon sehr speziell. Das heißt also, man muss sich natürlich viel intensiver damit beschäftigen, als wenn man sagt, hey, ich habe begriffen, dass wenn ich mir eine langfristige Altersvorsorge aufbauen will, dass ich dann beispielsweise einen Sparplan, einen ETF mache, da schiebe ich jeden Monat Summe X rein und da kommt was raus. Also wer was mit Optionen machen will, der muss da schon, das lernst du nicht in 5 Minuten, ne? Da musst du auch mehr als nur ein Buch lesen. Ihr seht hier, Bücherschrank für uns, die ganze oberste Reihe hier sind alles nur, fast alles ausschließlich Bücher über Optionen. Okay, jetzt auch zwei von mir dabei, aber auch viele andere. Ich habe viele Seminare gemacht, ich habe wirklich selber ja auch viele, viele Jahre nur reinweg gelernt, bevor ich dann so weit war, wie ich eben jetzt mittlerweile bin und das eben auch das Wissen weitergeben kann. Und deswegen ist es durchaus berechtigt, mal zu fragen, dieser Aufwand, den man hier betreibt, lohnt sich das? Frage A, bringt es mehr Performance? Und naja, wie will man das jetzt beantworten? Ne? Da könnte man zum einen jetzt hergehen und könnte sagen, ja, da gibt es statistische Berechnungen, dass beispielsweise sowas wie ein Buy-Rate-Index eben mehr Performance bringt als der S&P mit geringeren Schwankungen. Ist das aber etwas, was man auch praktisch umsetzen kann? Wahrscheinlich die meisten nicht. Und deswegen will ich es mal von einem anderen Punkt her angehen. Ne? Viele fragen immer, bringt das mehr Performance? Der Punkt ist aber der, dass es glaube ich, wir gehen mal in einen anderen Bereich rein und sagen, stell dir mal vor, du willst ein guter Koch werden, okay? Und da musst du auch verschiedene Dinge lernen. Und jetzt hast du vielleicht noch ein kleines Spezialgebiet, wo du sagst, lohnt sich das zu lernen? Ne? Also braucht es das? Und macht es dann mein Essen besser? Macht es dann macht es irgendwas besser? Und da können wir sagen, na, das macht vielleicht dein Essen nicht besser, aber es gehört dazu. Was weiß ich, wenn du dich halt auch mit Nachtisch beschäftigst oder mit Suppen, dann gehört das einfach zum Standard mit dazu. Und ich sehe das mittlerweile nach vielen, vielen Jahren, nach vielen Rücksprachen mit Kunden, mit Teilnehmern auf Seminaren, hier in der Akademie vorher schon. Ich meine, wir machen das jetzt mittlerweile schon weit über 10 Jahre, also auch in diesem Seminarbereich. Ne? Sehe ich das ein bisschen anders, und zwar, ich sehe es folgendermaßen. Wenn du heutzutage an den Finanzmärkten aktiv sein willst, egal wie, ne? Dann macht es einfach Sinn, dass man sich damit auskennt. So, jetzt ist zugegebenermaßen der Optionshandel zwar eine kleine Nische, aber die Nische selbst ist wieder extrem groß.
Also innerhalb der Nische gibt es wieder ganz, ganz viele Unterscheidungen. Du kannst Future-Optionen handeln, du kannst Aktien-Optionen handeln, du kannst Index-Optionen handeln. Du kannst Optionen kaufen, um einen Hebel zu haben. Du kannst Optionen kaufen, um dich abzusichern. Du kannst Optionen verkaufen, um Prämien einzunehmen. Du kannst Optionen verkaufen, um Aktien billiger zu kaufen. Ne? Also ganz, ganz viele Dinge. Und ich glaube einfach, dass es für einen, und das hast du ja auch in deiner Frage so ein bisschen mit angesprochen, für jemanden, der das Ganze neben seinem normalen Beruf macht, ne, lohnt es sich, bestimmte Teile des Optionshandels zu erlernen. Und was sind diese bestimmten Teile? Und diese bestimmten Teile sind aus meiner Sicht heraus das Allerwichtigste, was man lernen sollte, ist eigentlich nur ein einziger Punkt. Nämlich, das sagen wir mal zwei. Wie kann es mir gelingen, durch den Einsatz von Optionen in manchen Situationen besser zu agieren als einfach nur mit dem durch den Kauf von Aktien? Oder wie kann ich Optionen nutzen, um mal eine kleine Zusatzrendite zu machen? Ne? Also, machen wir mal ein einfaches Beispiel. Du hast heute hier die Aktie von, sagen wir mal Apple, okay? Apple-Aktie. Und die kostet aktuell $200. Das ist einfach nur ein Beispiel. Ne? Und jetzt sagst du ja, mir ist das aber zu teuer bei 200. Ich würde sie gern kaufen, wenn sie vielleicht 10% fällt. Also von mir aus hier auf 180. Okay, so. Die Frage, also das kannst du ja auch machen, ohne dass du jetzt ein Optionshändler bist. Du legst einfach hier ein Limit in den Markt für 180. Der Optionshändler, was kann der machen? Der verkauft an der Stelle hier einfach einen Put. Ne? Und kassiert eben dafür, was weiß ich, jeden Monat $50 Prämie. So, das heißt, du bekommst dein Warten bezahlt mit $50 jeden Monat. So, das ist zum Beispiel was, wo ich sage, da lohnt es sich auch als Aktienhändler, als jemand, der langfristig Aktien kaufen will, jemand, der langfristig, mach aus der Apple halt ein ETF, der langfristig ETFs kaufen will, für den lohnt sich das, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Warum? Es bringt dir eine kleine zusätzliche Rendite, es verhilft dir dazu, günstiger zu kaufen, als wenn du immer hier oben kaufst. Und es ist vor allen Dingen mental halt besser, als immer nur diese Stops in den Markt, beziehungsweise diese Limit in den Markt zu legen, ja? Weil du eben systematisch vorgehen kannst. So, dann gibt es manchmal so Situationen wie Aktienmarkt schmiert gerade wahnsinnig ab und ist, was weiß ich, hier 30% gefallen, ne? Und jetzt macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wie kann ich in so einer Situation, ich bleibe in meinem Aktien zum Beispiel drin, ne, ich gehe nicht raus wegen Langfristigkeit und so weiter und so fort. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, jetzt kann ich zum Beispiel über den langfristigen Verkauf von Volatilität oder den langfristigen Verkauf von irgendwelchen Bullput-Spreads auf Indizes oder so, kann ich in so einem Moment hier eine gewisse Zusatzrendite erwirtschaften. Oder wenn du merkst, es geht so nach unten, dass du sagst, ich verkaufe hier oben auch mal Calls, also Covered Calls auf Aktienbestände, die ich habe, um da eine kleine Mehreinnahme zu haben. Und viele machen sich immer völlig falsche Vorstellungen, was Renditen auch so anbelangt, gerade als nebenberuflicher Händler. Ne? Es geht im Grunde genommen doch darum, und das habe ich schon in ganz vielen Videos auch gezeigt, auch auf dem anderen Kanal, du hast im Grunde genommen diese Ressourcen hier. Ne? Du hast Zeit, du hast Wissen, du hast Geld. So. Und das Wichtigste ist nun mal das hier. Wissen. Du musst einfach wissen, wie Dinge funktionieren. Und wenn du weißt, wie Optionen funktionieren und wie du gezielt Optionen einsetzen kannst, gerade als nebenberuflicher Händler, ja, dann solltest du dich damit beschäftigen, weil du eben immer mal wieder Situationen hast, wo du sagst, okay, jetzt kann ich einfach mal daraus was machen. Ne? Jetzt kann ich mir mal eine extra Rendite holen. Und da reden wir jetzt nicht darüber, dass du dann 20-30% im Jahr machst, sondern dass du sagst, hey, da mache ich vielleicht im Jahr 2-3% mehr. Lohnt es sich langfristig 2-3% mehr zu machen? Jeder, der einen Zinseszinsrechner bedienen kann, wird merken, ja, es lohnt sich im Jahr 2-3% mehr zu machen. Natürlich haut das niemanden vom Hocker. Ne? Wenn ich zu dir sage, hey, kommst du mir auf die Akademie und ich zeige dir im Cashflow-Seminar, wie du langfristig 2-3% mehr im Jahr machst. Haut dich das vom Hocker? Nein, aber das ist die Realität, darum geht's. Aber 2-3% mehr im Jahr bedeutet, dass sich eben dein Geld nach so und so vielen Jahren eben nicht verdoppelt, sondern vervierfacht hat durch den Zinseszinseffekt. Und deswegen diese Frage, lohnt es sich, sich mit Optionen zu beschäftigen? Ja, wenn dir vorher klar ist, was du überhaupt willst. Ne? Viele
denen ist ja gar nicht klar, wo wollen sie denn überhaupt hin? Was wollen sie denn überhaupt erreichen mit der Börse? Ne? Für viele ist es tatsächlich, so wie du es geschrieben hast, und das ist jetzt nicht negativ gemeint, einfach nur ein Hobby. Ne? Und dann ist es okay, dann kannst du auch alle möglichen Dinge ausprobieren, verschiedene Strategien, und dann handle ich mal ein Butterfly, und dann handle ich mal ein Kalenderspread, und dann handle ich mal, ach, was weiß ich, was es da alles gibt. Ne? Aber für die meisten von die jetzt hier zuschauen, 99% wäre das Beste, sich auf langfristiges Investieren zu konzentrieren, mit Aktien, mit ETFs, und dann gezielt, wenn es die Situation ermöglicht, Optionen einzusetzen, um eben eine kleine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Und die mag im Einzelfalle wirklich minimal erscheinen, aber langfristig betrachtet bringt das einen enormen Mehrwert. Ne? Und dazu ist es dann auch nicht notwendig, jeden Tag reinzuschauen und jeden Tag Dinge zu machen. Wer sagt, hey, ich will mich aber intensiv damit beschäftigen, wer also zum Beispiel jetzt hier mehr Geld hat, mehr Zeit hat, ne, der kann das machen. Aber derjenige, der das nicht so hat, der sollte wirklich ganz punktuell Optionen einsetzen und sagen, okay, mit Hilfe von Optionen kann ich mir eine Zusatzrendite erwirtschaften, auch nicht permanent, sondern immer mal wieder. Und das ist dann das, was Sinn macht. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn du sagst, ich bin mir eigentlich noch gar nicht so richtig sicher, ne? Ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, was ich machen will, dann gibt es hier unten einen Link, optionsstrategien.com/termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Und weil es in letzter Zeit immer mal so Fragen gab, empfehlen wir da jeden, dass er zu uns ins Seminar kommt. Und nein, ganz klar nicht. Also es gibt ganz viele Leute, denen wir wirklich dann auch mal die Augen öffnen. Das tut auch manchmal ein bisschen weh und sagen, hey, mit dem, was du an Wissen hast, mit dem, was du an Geld hast, lohnt sich überhaupt nicht, zu uns auf ein bestimmtes Seminar zu kommen. Weil das macht keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, bestimmte Dinge zu tun, wenn du zum Beispiel nicht über das nötige Geld verfügst oder wenn du nicht über die nötige Zeit verfügst. Also wenn du jetzt jemand bist, der in der Woche 1000 Kilometer auf der Autobahn unterwegs ist und jeden Tag früh um 6 aus dem Haus geht, abends um 9 nach Hause kommt, dann hör auf mit diesem ganzen Trading-Quatsch. Ne? Bringt dir nichts. So, auch unser Trading-Quatsch bringt dir dann nichts. Das kann nicht funktionieren. Und das lernen wir in diesem Strategiegespräch. Deswegen trag dich da unten ein, optionsstrategien.com/termin, und dann sprechen wir miteinander. Und dann klären wir mal ab, wo du stehst, was deine Möglichkeiten sind, was deine Ressourcen sind und was für dich Sinn macht und was keinen Sinn macht. Okay? An dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke dir nochmal, Alex, für die Frage. Alex war der richtige Name. Muss kurz gucken. Oh, jawohl. Alex war der richtige Name. Also danke dir für die Frage. War ganz toll. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss, Servus. Macht's gut. Bye, bye.